Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von PGA Tour 2K21 hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Marcel Schröder und ja, wir sind hier im Menü und haben jetzt unsere neuen Schläger und werden erstmal das neue Turnier auf der... auf dieser Tour spielen. Keine Ahnung, was da oben finde. Warum ist da eine Treasure-Dingsbums? Keine Ahnung, so eine Treasure-Chest gewesen. Und werden hier dann... ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Und wenn wir die neuen Schläger jetzt haben, müssen wir natürlich ein bisschen was ausprobieren. In der Hoffnung, dass wir eventuell vielleicht denn auch die Eisen oder die Iron Clubs, ich glaube, so heißen sie auf Englisch, mit spielen können. Ein Kommentar war, da möchte ich ganz kurz drauf eingehen. Oh, das ist aber hier irgendwie in einer schönen Stadt. Ich wollte rausfinden, wo der ist, ne? Auf welcher Stadt, in welcher Stadt der ist. Aber das sieht ja schon wieder so wüstig aus. Aber das sieht nicht aus wie Las Vegas im Hintergrund. Na, egal. Ein Kommentar war nach dem Motto, warum das hier nicht im metrischen System unterwegs ist oder dass man das vielleicht auch im metrischen System hätte machen können vielleicht. Ich weiß nicht, ob man es umschalten kann. Da müssen wir nochmal gleich in den Einstellungen gucken oder nachher in den Einstellungen mal gucken. Aber ich würde sagen, der Sport ist Englisch. Und hat dann halt eben deshalb die englischen Maßeinheiten. Oh, es ist ordentlich Seitenwind. Wir zielen hier mal auf den Bunker. So, der Schläger hat auch ein wenig. Also der weiße Streifen in der Mitte ist schmaler, weil er weniger federtolerant ist. Dafür hat er aber halt eben mehr grundsätzliche Weite. Ich nehme die Maus raus. Ich würde sagen, also da der Sport halt eben aus dieser ein rein englischer Sport ist, würde ich auch nicht sagen, dass wir da irgendwas machen müssen oder warum auch, also dass man da dagegen oder halt das metrische System quasi einsetzen sollte. Das kann man, glaube ich, so lassen. So, wir sind schon ziemlich weit nach rechts rübergegangen und nach links. Und oh, das ist ja richtig guter Schlag gewesen. Für den Wind, den wir hier haben. Man sieht ja da oben, wie die Büsche sind. Deswegen würde ich sagen, macht nicht viel Sinn, aber wenn es geht, warum nicht? Also wenn. Also es wurde halt gesagt darüber, dass es halt abschreckt. Dass es halt abschreckt und. Ne, das wollen wir natürlich auch nicht, dass das. Ne? Das sind da die englischen Maßeinheiten und das imperiale Maßeinheitensystem ist. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Ein Yard kann man knapp mit einem Meter übersetzen. Also es sind 94,6 Zentimeter, glaube ich, ein Yard. Ist ja auch okay. So, würde ich mal A drücken, um zu gucken, wo der Schlag hingeht. Naja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Und dann sollte er... Das war zu wenig Schwung leider. Da war ich jetzt zu hastig wieder. Ja, man muss sich immer rein gewöhnen wieder. Eieieiei. Jetzt sind wir aber gerade. Okay. Gut. Das war Start mit Bogey in die Runde. Das ist natürlich gar nicht mehr so gut. Auch nicht für unsere Dings. Ja, das kriegen wir schon wieder hin. Das kriegen wir schon wieder geregelt. So. 14 Meter Seitenwind. Das ist natürlich hart. So. Zack, prügeln wir ihn darüber. Könnte in Richtung Loch gehen. So. Nah an der Pfanne dran. Ja. Also, gut. Da wollte ich kurz drauf eingehen. Also, wer das möchte, das können wir nachher. Wir könnten auch gleich in die Einstellung mal gucken, ob wir das machen können. Ne? Wir gucken mal. Hier, guck mal. Jenny. Eric. Der fünfte Schlag. Aber der geht dann auch rein. So, Birdie, aber da stand doch 5 von 5. Na, ist egal. Ist nicht weiter schlimm. So, Putting for Birdie, das haben wir jetzt hier. Und zwar gucken wir mal, der geht ganz schön kurvig hier. Aber, ja. Ah, okay, der ist gar nicht so kurvig. Jetzt wird es nicht kurviger angesehen. Dann müssen wir mal ordentlich zurück. Na, das gibt jetzt auch noch nicht hier das gewünschte Ergebnis. Na gut, okay, also wir sind wieder am Strugglen hier am Anfang der Runde. Ich spiele auch quasi also wieder neu jetzt. Ich habe eine Woche lang nicht gespielt. Da muss ich erst wieder reinfuchsen, ne? Ist das okay. So, wir gucken jetzt aber gleich mal in den Einstellungen nach, ob wir da eventuell was machen können. Ich weiß gar nicht, ob man das auf metrisch einstellen kann, aber ich
glaube nicht mal, dass man das kann, weil macht ja irgendwann mal nearly keinen Sinn, ne? Also, komme ich jetzt hier in die Einstellungen? Einstellungen, da oben sind Einstellungen. Anzeige, Grafiksteuerung, Platzdesign, Social, 2K-Konto. Anzeige hat. Mintmesser, Tastenbeschriftung, Schlagfeedback. Hand. Hochkontrast hat. Keine Ahnung, was das sein soll, das nochmal aus. Kleinstposition auf Marker. Ja, Maßeinheiten angloamerikanisch. Kann man also bei der Anzeige entfernen, Geschwindigkeit, Jahr und Fuß verwendet, auf Meter stellen, um bei der Anzeige dann Zentimeter und Kilometer pro Stunde verwendet. Okay, okay. Aber ich kann hier nichts umstellen. Ah ja, hier kann ich es umstellen. Gemischt geht auch. Also man kann es umstellen, aber ich würde es im Original so lassen. Weil für mich ist das ein amerikanischer oder ein englischer Sport halt. Also wirklich ein englischer Sport. Und deswegen würde ich den immer so lassen. So, was ist das jetzt hier? Warum will er hier bloß mit einem Dreier Holz hinhauen? Wir haben so viel Gegenwind. Da kann man auch einen Treiber rausholen. Oh, wo sind wir? Hier sind wir. So, packen wir den da hin. Bei so viel Gegenwind kommt der eh wesentlich früher runter. Zack, aber den haben wir mal richtig gut getroffen hier. Und über den Bunker kommen wir drüber weg. Kommen wir drüber weg. Oh. Hey, das war aber knapp. Mit über den Bunker drüber wegkommen. Da war ich optimistischer als eigentlich. Also man kann es umstellen, wenn man möchte. Aber wie gesagt, ich fände das jetzt nicht so sinnvoll. Also, ja. Definitiv sozusagen. Jetzt haben wir wieder Dreier Holz hier. Und damit können wir uns bis dahin schlagen. Und haben natürlich auch ordentlich Gegenwind. Block hat's gesagt, aber der war okay. Ah, die Schläge, die sind schon, also die Schläger, die gehen schon ordentlich auf Entfernung, ne? Das ist schon drin. Aber bei so viel Gegenwind, da müssen wir nachher in der Rückrunde haben wir vielleicht weniger Wind und dann können wir da ein bisschen mehr machen. So, du möchtest pitchen. Wenn du pitchen möchtest, müssen wir dich aber ein bisschen überpitchen, weil du hast elendig viel Wind. Und das wollen wir natürlich nicht riskieren, dass dann der Wind uns den Ball vors Grün legt, sondern wir wollen schon bei der Fahne landen. Das haben wir ganz gut hingekriegt. War ganz okay. Ja, wenn wir ein bisschen weiter rechts wären, hätten wir sogar wieder mal den Pin direkt getroffen. So. Und immer noch, wir sind immer noch mit plus 1 unterwegs. Das ist schon, sag ich mal, nicht ganz in meinem Sinn. Oh, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Naja, huge. Dann müssen wir halt nochmal ein halbes Loch darüber. Und dann hauen wir da mal hier drauf. It's got a chance. Ah, der erste Birdie der Runde. Wir sind wieder auf Even unterwegs. Sehr schön. So. Den Bogey vom ersten Loch erstmal wieder, den wir durch Unfähigkeit am Controller natürlich verursacht haben. Das kann man nicht anders sagen, als dass das Unfähigkeit am Controller war. Und jetzt haben wir hier richtig Rückenwind. Und jetzt können wir hier mal, da können wir richtig gerade da runterschlagen. Das Ding, das wird richtig absegeln hier. 102 Wucht auch noch dazugegeben. Der kommt ewig nicht auf. Schaut es euch an, das wird der erste insgesamt 350 Yard weite Schlag gewesen sein. 356 Yards. Vorhin am Loch 6 hat jemand wieder aus dem Bunker heraus. Sergio Garcia, ein Spanier, der ein unter Paar unterwegs ist. Wir gucken ihn in die Augen. Er verfolgt den Ball. Da kommt der Ball an die Fahne. Zack und bisschen mehr Glück wäre drin gewesen, aber er hatte sozusagen mein Luck. So, wir haben immer noch extrem viel Rückenwind. Der will einen Normalschlag machen mit dem 9er Eisen. Der wird schon dahin getragen. Also da gehe ich ganz stark von aus, dass der jetzt kurz vor der, also dass er wesentlich weiter fliegt. Ja, macht er auch. Ja, ja, ja. Hätte ich noch kürzer machen müssen. Na gut, okay. So. Oh Mann, du. Das ist ja ein Miles from the hole. Vor Birdie. Ich glaube, mein Putter, damit kann ich gar nicht genügend Energie aufbringen, um überhaupt bis da hinten hinzukommen. Aber okay. Wir wollen ja nichts unversucht lassen. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wir gucken mal, wo würde der Schlag jetzt lang gehen? So. Oh. Da müssen wir gar nicht so weit zurück. Und dann. Ach, bisschen zu wenig Energie. Bisschen zu wenig Energie. Der wird verhungern davor. Big chance here.
Ich hab mich wieder nicht getraut, ich hab mich wieder nicht getraut. Ah. Shit. Der war lochbar. Der war lochbar. Den hätten wir schaffen können. Na gut, okay. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen schrägen Gegenwind. Da will ich gar nicht mal so auf den Bunker. Oh, ja, nee, ja, doch, wir ziehen mal dahin. Der könnte durchaus neben dem Bunker dann runterkommen, weil wir ein bisschen nach rechts abgetrieben werden, genau. Aber da haben wir natürlich, ja, wäre genau die Höhe vom Bunker gewesen. So, bei geraden Gegenwind hätte ich da nicht hingeschlagen. Und jetzt haben wir Normal mit einem Pitching Witch. Der geht auch ganz gut nach oben. Das heißt, wir nehmen den etwas längeren Schläger und überschlagen die Fahne. Auch mit einem Normalschlag. Und dürften dann trotzdem vor der Fahne runterkommen und hätten noch wesentlich weiter links gehen können. Aber so sind wir schon mal sicher auf dem Grün. Sehr gut. Weiter geht's. Ich finde dieses Symbol eigentlich, na, das finde ich gar nicht mal so schlecht. So, dann haben wir schon wieder jemanden, der im Sand spielt. Vor einen Igel. Für einen Igel? Holla die Waldfee. Nicht schlecht, Herr Specht. Ach nee, Specht hieß er gar nicht. Na egal. So. Wo kommt eigentlich der Spruch her? Nicht schlecht, Herr Specht. Na egal. So, unser Lehrer Dr. Specht. Kennt ihr die Serie noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Machst du nix. So. So. Das probieren wir jetzt mal einfach so. Go in. Go in. Ja. Sehr schön. So, das bringt uns jetzt auf jeden Fall erstmal näher ran an die, also dass wir den Cut auf jeden Fall überleben, aber an die Spitze. Wir sind jetzt schon Platz 18 wieder, sehr gut. Also der Wind ist natürlich wirklich fies, das muss man ehrlich sagen. Also da kannst du relativ wenig gegen machen. Da hast du einfach, oh, der ist ja ein Zauberschlag. Guck mal, schön gerade. Ja gut. Ja gut. Also selbst bei den Windbedingungen haben wir hier noch einen 300-Yard-Schlag rausgezaubert. Das ist gut. So, 4 Victories so far this season. Ja, haben wir. Die haben wir geschafft. So, wir gehen ein bisschen weiter nach da rüber mit dem 8er Eisen. Ich würde es gerne noch ein bisschen überschlagen. Gucken wir mal, wo wir ankommen. Ja, wir hätten noch weiter nach links gehen können, aber ich traue mich nicht, ne? Also, das ist noch sehr, 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 sehr... Nope. Sind wir noch nicht ganz so... Ich bin noch nicht ganz so mutig, muss ich sagen. So. Und die Grüns hier, die habe ich auch noch nicht ganz drauf. Aber das sieht schon mal gar nicht schlecht. Wow. Genau. So, und dann haben wir den nächsten Birdie geschafft. Ah, jetzt sind wir wieder drin. Wir sind drin im Geschäft. So, und da spielt er schön mit dem neuen Driver. Den haben wir uns ja in der letzten Folge gekauft. Ne? Muss man ja sagen. So, wir sind am 7. Loch. Und haben Gegenwind 9 Miles per Hour. Da müssen wir ein bisschen mehr Druck aufbauen. 105% Wucht. Ich denke, damit sollten wir den Gegenwind ganz gut wegkriegen. Wo der Ball recht zeitig runterkommt. Aber er ist bei 280 Yards oder 279 ist er das erste Mal aufgedotzt. Und jetzt haben wir gleich Seitenwind wie Sau. An Loch 9 gibt es schon wieder etwas zu bestaunen. Sergio Garcia hat das 8. Eisen rausgeholt. Und? Oh. Hat nicht ganz schlechten Schläge, die er macht, ne? Muss man ehrlich sagen. Muss man ihm zugestehen. Ah, das ist natürlich. Ich hätte jetzt ein paar Yards mehr hätte man gebraucht, ne? So, ich visiere das da mal lieber an. Dass wir wenigstens auf dem Fairway bleiben. Aber nicht ganz so im Rough landen. Ja. Mit dem nächsten Schlag und dann müssen wir da mal gucken, dass wir den da gut hingefloppt kriegen oder ähnliches. Hingepitcht wäre auch ganz cool.
So, dann gucken wir jetzt mal ganz kurz. Warte mal, das ist ein Lobpitch. Ein Pitch will er machen. Wir haben von der Seite Wind. So, und jetzt hat man ja hier die Möglichkeit, quasi der ganzen Sache zu sagen: flacheren Winkel und höheren Winkel zu. Wo war Backspin? Hier, war hier Backspin oder war da Backspin? Da war Backspin. Ne? Ah, das habe ich vergessen. Mist, verdammter. So. Dann wollen wir den mal da hinhauen. Mit dem ganzen Gegenwind. Kann ich noch ein bisschen weiter rausziehen hier? Oh ja, kann ich. Gut, dann ziehen wir direkt daneben. Gucken, wenn das jetzt denn nicht der Backspin, sondern der Topspin war, dann kullert er weiter. Wenn das der Backspin war, dann wird er liegen bleiben. Vor Ort. Ah ja, war der Topspin. Okay, also wir hätten nach hinten drehen müssen, damit er weniger kullert. Damit er näher bei da vorne liegen bleibt. Naja. Okay, hält man. Backspin, Topspin. Habe ich gerade durcheinander gebracht. Sorry. Aber gut. Wir sind ja trotzdem sehr nah an der Pfanne gelandet und haben jetzt ein recht friedliches Grün. Das sollte hier eigentlich ausreichen, dass wir das sauber einlochen. Jo, sieht ganz gut aus. Hab dafür Cola Cola. Lack. Sehr schön. Habt ihr diesen Werbespot eigentlich mit Usain Bolt gesehen? Wo dieses Riesenloch in aus 2 Meter Entfernung ein 10 Meter Durchmesserloch in etwa. Ja, das war schon okay. So, wir sind auf dem 5. Platz. So, und jetzt haben wir hier anscheinend ein paar 3, wo wir die kleine Schaufel hier haben. Und warum soll ich da hinschlagen? Wir haben doch nur Gegenwind. Da würde ich dann natürlich das 8er Eisen nehmen und ja, wir nehmen ruhig einen Normalschlag, aber wir werden mal ein bisschen Backspin da reinlegen, damit er vielleicht eventuell nicht ganz so weit kullert, wenn er denn aufkommt. So 12 Meter Gegenwind, da müssen wir ein bisschen drüber gehen. 53, 3 Yards drüber, 3 Yards drüber gehen wir ja. So, wunderschöner Schlag. Ordentlich Wucht hinter. Der kommt auch gut runter und der kommt viel zu früh runter. Viel, viel zu früh. Das war ja. Das war ja mal. Das war ja mal ein Scheißschlag. So. Nee. Chip. Den da hin. Chippen den da hin. Ah, wir chippen den da hin. Oha. Jetzt. Oha, jetzt. This would be a momentum saver here, getting this up and down. That's a wonderfully played chip shot there. Judging it beautifully. Ooh. Job done. Let's head to the next. Currently 2 under for the event. Ja, der Abschlag war Schande. Springsteen once said, I'm going down, down, down. Not good. Nee. Ah ja, gut, okay. Passiert, ne? Passiert, passiert, passiert. So, wir haben ein bisschen Rückenwind, ein bisschen Seitenwind. Ab dafür! Ich habe das Knie gerade an meiner Tischkante gestellt. Ich leide leise. So. Hey, anhalten. Brr, bremst dich. Okay. Auch wenn ich es mag, wenn die Schläge weit gehen, aber. So, an Loch 10 hat schon wieder jemand einen. Oh, ne? Gepattet von dort. Hätten wir auch machen sollen beim ersten Chip. Sehr gut. Guter Schlag. Matt Kuschner ist damit auch minus 2, wie ich auch momentan aktuell minus 2 bin. Ja. So. Jetzt probieren wir das nochmal mit dem. Wir zielen dahin. Machen das. Und gehen einen Schläger hoch und visieren hier drüber. Nee. Mach mal eben so. It's ridiculous. Finally got a couple more wins in 2019. Eieiei. Naja, wir sind da noch nicht firm. Wir probieren aber aus. Aber es sieht schon mal nicht schlecht aus. Wir sind auf dem Green, sind aber viel zu weit. Also da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich hätte vielleicht einen Pitch nehmen sollen. Egal. Gut.
So, aber die anderen sind auch nicht so gut. Ach, guck mal, das sieht doch eigentlich ganz friedlich aus hier. Das sieht doch fast ganz gerade aus. Zip. Ah, ja. Okay, so viel müssen wir nehmen, das Loch. Ungefähr so, würde ich sagen. Oder? Warte mal. Machen wir so. Und ab dafür. Wow. Ui, das war mal ein richtiger Monster-Putt, würde ich auch sagen. Der war gut. So, den kann man natürlich auch schon wieder speichern. Irgendwo habe ich jetzt auch gefunden, wo ich mir die da angucken kann. Aber wir haben einen 38 Fuß gerechnet. Circa 12,60 Meter langen Putt geschafft. Sehr gut. So, wir sind an Loch 10 unterwegs. Voraussichtlicher Cut ist plus 1. Also da kommen wir auf jeden Fall hin. So, wir haben wieder ordentlich Seitenwind hier. Warte mal, kann ich hier nicht mit... Guck mal, ich kann doch hier mit dem Driver. Hier, haha, bis aufs Grün zielen. Ja, welcho dencho, hä? Probier mal aus. Bin ich auch mordsgefährlich hier mit den ganzen... Wir haben 11 Seitenwind. Geh mal hier auf die Ecke. No risk, no fun. Eieieiei. Oh, das hat... Ah, nicht in den Bunker, nicht in den Bunker, nicht in den Bunker. Ah, im Bunker. Wow. Ah, wir hätten noch ein bisschen mehr darüber. Und ein bisschen mehr Schwung. Aber gut, okay. Jetzt haben wir natürlich eine Chance now from the Bunker, um hier sozusagen nochmal zu beweisen, dass wir auch aus dem Bunker heraus vielleicht eventuell ein paar schöne Sandspiele machen können. Und damit nah an die Fahne kommen. Ja, war ein bisschen zu viel Wucht. Aber wir haben so viele Bunkerschläge, hatten wir noch nicht, ne? So, aber wir sind immer noch für ein Birdie unterwegs. Also alles ist noch super entspannt, würde ich sagen. Oh, hier ist es ja. Das ist ja ein ganz schön viel Drive, den er da kriegt. Könnte jetzt trotzdem noch nicht lang. War 100 auf den letzten Meter, ey. Oder auf den letzten Zentimeter. Egal, wir haben Loch 10 immerhin mit ein paar geschafft. Also, ja. John, give us an update. Vielleicht doch zu viel Risiko, was ich gehe an manchen Stellen. Aber wir sind jetzt... oh, hier, Sergio Garcia an Hole 12, wenn ich das richtig gesehen habe. Also an Loch 12 und... Er hat... Ist aber auch wirklich dafür abgestellt, dass er diese ganz knappen Dinger macht, ne? Also, muss man ehrlich sagen. Sieht immer ganz gut aus. So, Herausforderung Loch 11 ist mit sehr viel Seitenwind belegt. So. Ich habe es jetzt nicht durchgelesen. Zack, und dann hauen wir den mal da runter. Sieht schon mal ganz gut aus. Da hinten müssen wir eine Stufe hoch. Wie ihr da seht, ne? Also das finale Ziel liegt wesentlich höher. Da könnte jetzt dann, ja. Second Shot. So, da gehe ich dahin, gehe ich dahin. Ja. Machen wir das jetzt hier noch. Und ich wieder sehe diese Ecke da an. Sollte ausreichen, um da hinzukommen. Und verrissen haben wir auch noch ein bisschen, aber das hilft uns sogar. Aber. Ja, das verrissen war es jetzt, ne? Jetzt mal. Wir haben ihn ganz schön nach links verrissen, den Schlag. Aber wir sind immer noch mit dem Birdie unterwegs und ja, das Grün ist auch sehr, 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 sehr ruhig. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, dass das ruhig ist, aber es ist halt eben für mich, sieht das so ein bisschen sehr, ja, gerade dann aus und klick, eingebirdiert. So, erzielen Sie ein Paar oder besser. Genau, haben wir geschafft. So, also wir sind zwei Schläge dann hinter Webb Simpson hinterher, oder wie hieß er? Ich glaube, ja. Und wir sind jetzt an Loch 12 und haben hier ordentlich Seiten- und Gegenwind. Prügeln wir mal in Richtung Wasser, der wird auf jeden Fall im Fairway landen. Hauptsache jetzt nicht irgendwie dumm wegspringen. Dick. Sehr gut. Sehr gut aus.
Und dann gehen wir natürlich jetzt in Richtung Fahne. 110 Yards. Einen Pitch will er machen. Da müssen wir aber drüber gehen, weil wir ordentlich Gegenwind haben. Und probier's jetzt nochmal mit dem Backspin. Gott, wird der abgebremst, ich bin. Not a bad approach that one. Not quite inside the birdie range, but you never know. Hole a long one. Still counts. Oh, an noch 13 macht Jimmy wieder was. Jim macht einen aus dem Bunker heraus und oh. Also. Keine Ahnung, warum die mal sagen, that goes down for an eagle, wo er jetzt am 13. Loch quasi ein Paar erreicht hat, aber. Egal. So. So, das ist aber hier ein sehr, sehr steiles Grün. Immer mit wenig Schwung und geht trotzdem ganz schön kurvig noch. Eieiei. Also da können wir jetzt richtig auch noch wieder uns zu Tode patten, wenn wir das jetzt hier nicht richtig hinkriegen. Wow. Sehr gut. Gut, das waren die ersten 12 Löcher von dieser Tour oder von diesem Turnier, dem Tall Palms Classics im Jamba oder Jahia Club. Und ja, wir sehen uns dann wieder zu den nächsten 12 Löchern. Wir spielen jetzt die 6 bis zu den 18, sind jetzt bei minus 5. Sind auf dem dritten Platz, also wir sind mitten im Kampf um den Titel oder um die Spitze. Aber ich denke mal, wir werden das ganz gut hinkriegen. Bis denn. Tschüss.